Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia, The Legend Returns. Wir sind hier bei Mizi und Mizi ist toll, weil Mizi toll ist und Mizi ist toll. Außerdem ist Mizi toll und weil Mizi toll ist, ist Mizi toll. Habe ich schon erzählt, dass Mizi toll ist? Ich glaube nicht, aber Mizi ist toll und wenn Mizi toll ist, dann ist Mizi toll und dann ist die Mizi toll. Genau, wer ist der Bescheid? Im letzten Part haben wir hier dieses Fischerdorf betreten. Und jetzt wollen wir uns hier mal ein bisschen genauer umschauen, vor allem weil der Trottel hier irgendwas gesagt hat, dass es hier irgendeinen Typen geben soll, dem man nicht vertrauen kann, weil er irgendwie nur Bullshit erzählt. Das bist du! Dieses Dorf ist klein, aber nett. Das verdanken wir dem Meer. Was hat das Meer damit zu tun? Aber egal. Ihr solltet nicht glauben, was der Junge an den Docks erzählt. Ach, du erzählst nochmal den gleichen Scheiß, okay? Dann würde ich jetzt mal sagen, ab zu den Docks. Aber vorwiegend wissen, wer du bist. Ein Fischer. Es gibt hier viele Fischer im Meer. Aber in letzter Zeit sind zu viele Schlachtschiffe unterwegs. Tja. Das ist natürlich, blöd, aber ich habe eine Grillechse gefunden. Etwas, das ich noch nie in meinem Leben hergenommen habe. Wo zum Geier sollen hier Docks sein? Ach so, hier oben, okay. Neuerdings glüht der Turm der Illusion in der Nacht. Das macht mir Angst. Ja, du bist auch ein Kind, dir macht alles Angst. Hallo! Niki. Ich bin der einzige Partner von Deckard, dem Großen. Bin ich nicht cool? Nein. Liegt da was? Nein. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Hä? Ja, und jetzt? Hallo? Hallo? Hier Mohammed. Krafttropfen, yeah. Mohammed, mich kommen weiter ins Spiel. Ich habe jetzt eigentlich mit jedem hier drin geredet. Keine Ahnung, vielleicht muss ich hier nicht hin. Tja. Da kann ich nichts machen. Tja. Das ist jetzt die Frage, wo muss ich hin? Das ist jetzt die große Frage. Das ist der Turm der Illusionen. Das ist der beschissene Wald. Hm. Muss ich wieder durch den Wald zurück? Ja, es würde aber prinzipiell gesehen auch nicht wirklich Sinn ergeben. Wenn ich jetzt wieder durch den Wald zurück muss. Hm. Oh, ich kann darüber. Oh. Oh, 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 bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Das war sicher was Besseres als dieser dumme Rotkern. Ach komm. Mies. Okay, jetzt weiß ich schon mal, dass ich hier wahrscheinlich ein bisschen leveln muss. Aber ich muss sowieso mal leveln. Ich komme nicht dazu, Leute. Ich komme einfach nicht dazu, mal zu leveln. Es ist echt deprimierend. So wenig Zeit, so wenig Zeit. Ich würde so gerne leveln, aber... wann denn? Wann denn? Naja. Ich werde mir schon noch die Zeit dafür... Oh, hallo! Ich habe das Königreich gefunden. Mit beschissener Musik. Scheiße, ist die Musik beschissen. Oh, leck mich am Arsch. Was für eine Befestigung. Ich glaube nicht, dass wir von vorn hinein gelangen. Wir sollten vom Meer aus kommen. Vom Meer aus? Es gibt einen Geheimgang zwischen dem Schloss und dem Meer, den nur die königliche Familie kennt. Wow, gibt es das tatsächlich? Ja, aber ich denke, er dürfte ebenfalls gut bewacht werden. Aber vielleicht sind die Wachen dort nicht so stark. Ein Versuch wäre es wert. Wo willst du wissen, dass die Wachen stark sind?
In diesem Fall brauchen wir ein Boot. Im Osten liegt ein Fischerdorf namens Cope. Da waren wir gerade, ihr erinnert euch. Dort könnten wir vielleicht ein Boot ausleihen. Ihr erinnert euch, da waren wir ja gerade. Wir waren sogar auf dem Boot drauf. Gut, versuchen wir dort unser Glück. Ja. Gerade eben war ich da noch. Rotkern? Blaukern? Blaukern? Fee. Waldelfe. Blöd. Nicht haben will. Blizzard. Aua. Hör auf, mir Aua zu machen. Dafür hau ich dich. So. Sehr schön. Oh, Level Up. Sowas sehe ich gerne. Okay. Hundertprozentig muss ich zu dem Trottel hier oben. Da. Ihr sucht ein Schiff nach Altstadt, stimmt's? Warum nehmt ihr nicht meins? Natürlich erwarte ich auch eine angemessene Bezahlung dafür, für so einen gefährlichen Auftrag. Ich bring dich nicht um, ist das nicht Bezahlung genug? Wir brauchen in der Tat ein Schiff, aber... Keine Sorge, wenn etwas passieren sollte, dann rettet uns Deckard. Immerhin bin ich sein bester Partner. Ich kann nicht auf jemanden zählen, der nicht da ist. Wartet, es geht doch ohne Deckard. Ich bringe euch selbst nach Altstadt. Im Ernst? Klar, das Dorf hält mich zwar für einen Lügner, aber ich werde es ihnen zeigen. Gut, dann sind wir uns also einig, Junge. Ich bin nicht Junge, ich bin Nicky. Ich bin Spike. Ich sehe auf dich, Nicky. Überlasst alles mir. Wollt ihr sofort aufbrechen? Yo. Gut, gehen wir. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Zugang bewacht wird. Da kommen sie! Ein Schlachtschiff aus Altstadt! Stoppt sofort das Schiff! Sonst feuern wir! Hey, die wollen uns nur Angst machen! Sie haben noch nie zuvor geschossen. Anhalten! Bla bla. Oh. Die schießen wirklich. Ah, sie haben doch geschossen. Oh oh. Suboptimal. Ich könnte jetzt gut Ruffy gebrauchen, der so Kanonenkugeln zurückschießen kann. Oder Zorro, der es in der Mitte so zerschneiden kann. Hilfe, Hilfe, ah! Die meinen es ernst. Scheint so. Aha, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da hinten, das Schiff. Deckard. Deckard, du kommst, um uns zu retten. Säuermann, hast du denn erwartet, dass ich dir helfe? Was? Klar. Aber ich habe Ihnen eine sichere Überfahrt versprochen. Wenn du ein echter Pirat werden willst, musst du deine Versprechen halten. Ah, aber sie sind auch in Gefahr. Würdest du sie wenigstens auf dein Schiff lassen? Bitte! Wollt ihr auf mein Schiff? Spike, was sollen wir tun? Spike! Nein, ich bleibe. Niki und ich haben ein Versprechen gegeben. Du sagtest, du würdest uns nach Altstadt bringen. Stimmt's, Niki? Ja, schon, aber wir werden es nicht schaffen. Dann ist das mein Schicksal. Was bist du... Oh. Spike! Oh, was bist du für ein Vollidiot? Ich werde bleiben, aber was ist mit euch, Leute? Wir bleiben auch. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir vertrauen dir, Niki. Das Schlachtschiff ist zu groß, um sie einzuholen. In der Tat!
Yeah! Moose will auch was sagen. Mumu, Moose, Mumu. Ja, Mumu, ist schon klar, Moose. Du denkst auch den ganzen Tag nur an das eine. An Tomatencremesuppe mit Croutons, ist ja klar, an was denn sonst. Mit Basilikum obendrauf. Und einem Sahnehäubchen. Sahne. Also los. Auf geht's, Nicky. Na gut. Oh, Alter, was ist das für ein Schiff? Wie können die das manövrieren? Abartig. Nur ein bisschen noch. Wir haben sie abgeschüttelt. Nicky, sie kommt von links. Oh oh. Was? Was? Wie klein sind diese Kanonenkugeln? Mit was für Kanonenkugeln schießen die auf mich? Schießen die mit Kelloggs auf mich oder was? Ihr wisst schon mit diesen Nesquik Kelloggs da hier. Die heißen die Nesquik? Ich glaube schon, wo der Hase drauf ist da. Diese Schokoteile da. So Cornflakes und so. Wisst ihr Bescheid? Schießen die mit denen auf mich oder was ist hier los? Alles klar, ist nur bewusst. Wieso? Wenn dich eine Kanonenkugel trifft, dann bist du tot. Widerstand ist zwecklos, ergebt euch! Schätze, nun liegt es an uns. Also los! Deckard. Ich werde euch unterstützen. Ja. Oh. Okay. Ich kämpfe gegen das Kampfschiff. Und das A hätte da nicht mehr hingepasst. Okay. Natürlich. Das A hätte nicht mehr hingepasst. Okay. Ja. Greif du mal normal an. Apropos, Spike, kannst du irgendeinen Zauber? Nein. Gut. Deckard, was kannst denn du? Schaden mal 3, gut gegen Flugwesen, okay. Du bist aber ganz hinten, so leistens interessiert mich relativ wenig. Einmal greif mal normal an. Und die. Mach mal Trick. Auf Eimer. Was heißt hier Raketen prüft Lage? Was genau hat der vor? Was genau hat der vor? Ich heil mich mal lieber. Magiesiegelpanzer. Okay, es können jetzt beide nicht mehr zaubern, aber keiner von denen ist ein Zauberer, also kein Problem. Aber es ist bescheuert, dass er sowas kann, das finde ich gemein. So, Sina. Stark. Auf ihn. Eimer. Breitseite. Und Dai. Wo ist es denn? Da, Erfassung. Maschinengewehr. Leck mich am Arsch. Ich hab schon gedacht. Wow. Die Defensive... Was? Die Defensive von dem ist gerade um 250 gefallen. Und ich mach so wenig Schaden. Okay.
könnten leichtes Problem sein. Das könnte ein leichtes Problem sein. Machen wir das heilige Schwert, heiliger Schlag hier. Du greifst an. Und du bist relativ schnell. Du schmeißt eine Götterträne. Sehr gut. Yes, das ist nahe. Oh, Reparatur. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Das könnte interessant werden, der Kampf. Trick. Spike muss stärker werden. So, oh Gott, macht der Schaden. Mann. Also das ist ein harter Brocken. Das ist mal ein harter Brocken. Ein sehr, sehr harter Brocken. Okay. Dann setzen wir da wieder eine Götterträne ein. Oh Mann. Heide Witzka. Rakete prüft Lage. Okay. Du greifst weiter normal an. Du machst schon mal Champ. Und du machst nochmal Trick auf Spike. So. Spike dürfte jetzt nämlich einiges an Schaden zufügen. Brandpanzer. Wow! Champ, sehr schön. Okay. Sehr viel Schaden macht das Teil. So. Du machst wieder Breitseite. Und du... ich brauche jetzt irgendwas, was Magie auffüllt. HP. Magiesirup. Halt MP. Da. Oh, 45. Oh Gott, schon wieder Reparatur. Aber diesmal nur so wenig, okay? Das war die Hälfte von dem, was er vorher geheilt hat. Gut zu wissen. Es war sogar genau die Hälfte, wenn ich mich nicht irre. Schön. Okay. Dann darf ich da jetzt nochmal angreifen. Bei dir passt's. Du machst mal bitte wieder Champ. Und du... setzt nochmal Magiesirup ein. Damit der schön viele MP hat und die schön verbrauchen kann. Teflonpanzer. Ach du Scheiße! Willst du mich verarschen? Einmal. Da brauche ich mit der normalen Belebung gar nicht erst anfangen. Ach du meine Scheiße. So. Du greifst an.
du greifst. Nicht an, sondern Champ. Und du machst mal Trick auf Randolph. Der muss auch noch stärker werden. Schon wieder Teflon-Panzer. Oh Mann! Oh Mann! Ach du Scheiße, war das ein harter Brocken! Ach du Scheiße! Leute, kann es sein, dass das Spiel vom Schwierigkeitsgrad gerade brutalst anzieht? Kann das sein? Das zieht er gerade extrem an. Wow, und ich war vor kurzem noch so extremst überlevelt. Wow. Das könnte noch interessant werden. Das schauen wir uns mal beim nächsten Mal genauer an. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Lufia, The Legend Returns, für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.